Hallo, ihr Kleinen. Hallo, Klein Matt. Oh, Junge, du siehst aber nicht gut aus. Was ist los? Du fühlst dich nicht wohl? Deine Augen sind geschwollen und deine Nase läuft? Das hört sich wirklich nicht gut an. Du solltest vielleicht zu Amber fahren, ins Krankenhaus. Sie wird sicher wissen, was zu tun ist. Hallo, Amber. Hallo, kleine Amber. Macht ihr gerade sauber? Das ist gut. Aber jetzt sieht es so aus, als hättet ihr einen Patienten. Klein Matt fühlt sich gar nicht gut. Was denkst du, wo liegt das Problem, Amber? Okay, Klein Matt. Es sieht so aus, als würde Amber erst einmal deine Temperatur messen. Öffne deinen Mund. Naja, wenigstens hat Klein Matt kein Fieber. Aber du meinst, er könnte eine Erkältung haben? Okay, was wäre da der nächste Schritt? Guter Gedanke, Amber. Klein Matt, öffne deinen Mund. Amber will sehen, ob dein Hals geschwollen ist. Was ist das? Was ist passiert, Klein Amber? Du hast aus Versehen ein Paket mit Pflastern fallen lassen und jetzt klebt eines an deinem Reifen? Bitte schön, es ist weg. Oh nein, jetzt klebt es auf Ambers Windschutzscheibe. Amber, bekommst du es ab? Gut, kannst du dich bitte ruhig verhalten für den Rest der Untersuchung? Gut gemacht, Amber. Also, wo waren wir stehen geblieben? Klein Matt, Amber fragt sich, wo du warst, als die Beschwerden angefangen haben. Also, du warst auf dem Fußballplatz mit den anderen kleinen Autos? Und der Fußballplatz ist... ein Rasenplatz. Natürlich. Klein Matt, Amber sagt, du reagierst allergisch auf Gras. Deswegen wurdest du beim Fußballspielen krank. Du bist ein richtiger Detektiv, Amber. Jetzt müssen wir zum dritten Mal am heutigen Tag dich bitten, deinen Mund zu öffnen, Klein Matt. Bitte schön, Klein Matt. Amber sagt, wenn du dich einmal wieder so fühlst, dann musst du nur einen Teelöffel Medizin nehmen und schon geht es dir viel besser. Das ist richtig, Klein Matt. Vergiss nicht, dir eine Süßigkeit aus dem Süßigkeitenautomaten mitzunehmen, wenn du rausfährst. Vielen Dank für deine Hilfe heute, Amber. Und kleine Amber, bitte halt dich fern von den Pflastern, okay? Hallo, kleine Autos. Hallo, Klein Matt. Dir scheint es viel besser zu gehen als gestern. Klasse gemacht, Klein Matt. Wie schön zu sehen, dass es dir besser geht. Vielen Dank für deine Hilfe, Amber. Das hast du toll gemacht. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Billy. Wie geht es dir heute? Ach, du liebe Güte. Du siehst aber nicht gut aus. Vielleicht solltest du mal bei Amber vorbeischauen. Mhm. Hallo, Amber. Billy ist ziemlich krank.
Kannst du ihm helfen? Billy, Amber hat jetzt Zeit für dich. Oh, armer Billy. Klein Amber, kannst du mal für deine Mutter ein Thermometer holen? Das ist kein Thermometer, Klein Amber. Genau, das ist ein Thermometer. Sag A, Billy. Oh oh, bedeutet das, dass Billy Fieber hat? Und was machen wir jetzt? Gute Idee, Amber. Diese Medizin wird dein Fieber lindern, Billy. Und du wirst auch nicht mehr so viel niesen und husten müssen. Keine Sorge, es schmeckt nicht schlimm. Und danach fühlst du dich besser. Glaub mir. Sehr gut, Billy. Du schaffst das. Siehst du, so schlimm war es doch gar nicht. Das sieht nett aus, Amber. Du kümmerst dich so toll um deine Patienten. Vielen Dank für deine Hilfe, Amber. Und für deine Hilfe auch, Klein Amber. Ihr seid ein tolles Team. Auf geht's, Billy. Zurück zur Baustelle. Es ist Zeit, sich ein bisschen auszuruhen, Billy. In 0, nichts bist du wieder auf den Beinen. Hallo, Klein Amber. Kommst du, um mal nach Billy zu schauen? Billy, du siehst großartig aus. Wir freuen uns sehr, dass es dir besser geht. Bis später. Tschüss, Amber. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Hector. Ein toller Tag, um ein bisschen herumzufliegen. Es ist so hell, Hector. Du solltest besser deine Sonnenbrille tragen. Pass auf! Oh nein, Hector, alles in Ordnung? Du gehst besser ins Krankenhaus und lässt Amber mal deine Wunden anschauen. Du bist ziemlich zerbeult. Amber wird sich um dich kümmern. Auf geht's! Hallo, Amber. Hector hat einen Unfall und er ist jetzt hier. Kannst du ihn dir mal anschauen? Folge ihr ins Behandlungszimmer.
Amber schaut sich erst einmal deine Augen an, Hector. Du hast dir ziemlich die Nase angehauen, Hector. Amber wird Salbe drauf machen. Schön stillhalten, während Amber sich um deine Wunden kümmert und sie verbindet. Sieht so aus, als hättest du dir deinen Kopf am Telefonmast angeschlagen, Hector. Du hast eine ziemlich schlimme Beule. Ein Kühlpack sollte die Schwellung abklingen lassen. Fertig. Du kannst jetzt nach Hause, Hector. Amber schaut in ein paar Tagen mal vorbei. Und vergiss nicht, dir eine Süßigkeit auf dem Weg nach draußen zu nehmen. Und wenn du nächstes Mal an einem sonnigen Tag unterwegs bist, setz bitte deine Sonnenbrille auf. Ein weiterer zufriedener Patient, Amber. Hector wird in 0, nichts wieder in der Luft sein. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Na, das war ja mal ein Feuer, Frank. Wie gut, dass du rechtzeitig da warst, um größeren Schaden zu verhindern. Pass auf, Frank, es kommt Wind auf. Du musst deine Leiter langsam einfahren, nicht dass sie abbricht. Ach du liebe Güte, Frank, dein Auge ist geschwollen. Tut es weh? Vielleicht kommt das vom Rauch. Du solltest besser ins Krankenhaus gehen. Keine Sorge, Frank. Amber wird dafür sorgen, dass man sich um dich kümmert. Kannst du ihm helfen? Hätte er etwas ins Auge bekommen. Amber hat jetzt Zeit für dich, Frank. Wow, dein Auge ist ganz rot und geschwollen, Frank. Du folgst Amber besser in den Untersuchungsraum. Das ist ein helles Licht, Frank. Was ist, Amber? Kannst du erkennen, warum Franks Auge so rot ist?
ein Stückchen Asche vom Feuer? Es muss wegen dem starken Wind aufgewirbelt worden sein. Augentropfen werden es aus deinem Auge waschen, Frank. Dann geht es dir gleich besser. Jetzt überprüfen wir noch einmal zur Sicherheit, dass nichts anderes im Auge ist. Was kommt als nächstes, Amber? Klein Amber, bist du ein Pirat? Nur ein Auge sollte bedeckt sein. Bitte schön, Frank. Amber hat dich versorgt. Dein Auge ist in 0, nichts geheilt. Vielen Dank für deine Hilfe, Amber. Und auch für deine Hilfe, Klein Amber. Ihr seid ein tolles Team. Schnell zurück zur Feuerwache, Frank. Falls jemand deine Hilfe braucht. Schlaf gut, Frank. Wir kommen in ein paar Tagen noch einmal vorbei, um zu schauen, wie es dir geht. Bis zum nächsten Mal alle zusammen. Wir sehen uns. Das ist Jerry, das Rennauto. Und es sieht so aus, als würde er mal wieder ein Rennen gewinnen. Komm schon, Jerry. Du schaffst es. Oh nein. Er kann nicht mehr sehen, wo er hinfährt. Pass auf, Jerry. Da kommt eine Kurve. Autsch! Alles in Ordnung? Amber, der Krankenwagen ist unter den Zuschauern. Soll sie dir helfen? Hallo, Amber. Jerry hat sich dort an den Steinen verletzt. Kannst du mal nach ihm sehen? Rein mit dir, Jerry. Ach du liebe Güte. Sieht so aus, als bräuchtest du etwas Hilfe. Du bist wahrscheinlich nicht stark genug, Klein Amber. Wow! Starkes Kind. Na, dann schauen wir doch mal, was das Problem ist. Gute Nachrichten, Jerry. Amber sagt, drinnen ist alles mit dir in Ordnung. Aber vielleicht hast du eine äußerliche Verletzung. Du hast recht, Amber. Es sieht so aus, als hätte sich Jerry verletzt, als er über diese Steine gefahren ist. Was haben wir denn hier? Etwas Spray, etwas Salbe und ein Pflaster. Was kommt als erstes, Amber? Gute Idee. Als erstes säubern wir die Wunde mit dem Spray. Klein Amber, kannst du deiner Mama die Salbe bringen? Das ist, um die Wunde zu schützen.
Jetzt muss nur noch das Pflaster drauf und dann kannst du wieder los. Irgendwie müssen wir das Pflaster um Jerrys Heckklappe herumwickeln. Aber natürlich, Klein Amber ist klein genug, um unter Jerry hindurchzufahren. War das alles? Jerry ist dir wirklich dankbar für deine Hilfe, Amber. Und er möchte sich auch bei dir bedanken, Klein Amber. Du warst genauso eine große Hilfe wie deine Mutter. Macht weiter so. Und du fahr vorsichtig, Jerry. Tschüss. Hallo, Dane. Was hast du heute vor? Du wirst dieses Haus abreißen? Sei vorsichtig, es ist sehr hoch. Gut gemacht, Dane. Hey, was ist los? Autsch, die Beule sieht schmerzhaft aus. Was ist passiert? Du bist von einem Ziegelstein getroffen worden? Ach du liebe Güte, wir bringen dich besser ins Krankenhaus. Amber wird wissen, was zu tun ist. Hey Amber, Dane ist bei der Arbeit auf der Baustelle am Kopf getroffen worden. Er ist auf dem Weg hierher. Kannst du ihm helfen? Amber sagt, du kannst jetzt nach Hause gehen, Charlie. Hey Dane, hier ist Amber. Sie wird sich deine Verletzung mal anschauen. Komm, folge Amber ins Behandlungszimmer. Als erstes muss Amber sicher gehen, dass du stark und gesund bist. Streck deine Zunge raus, Dane. Was brauchst du, Amber? Einen Zungenspatel? Klein Amber, kannst du einen holen? Antibakterielles Gel wird deine Verletzung sauber halten. Was kommt als nächstes, Amber? Dane braucht ein Pflaster? Kannst du eines holen, Klein Amber? Großartig! Ach du liebe Güte, du bist ganz von Pflastern bedeckt.
Bitteschön, Dane. Du wirst dich in 0, nichts besser fühlen. Ihr habt toll zusammengearbeitet, Leute. Und du solltest zurück zur Baustelle fahren. Sei vorsichtig, Dane. Bitte keine Unfälle mehr. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Mann, Carrie, da isst du aber eine Menge Süßigkeiten. Ach du liebe Güte, Carrie. Jetzt hast du Bauchschmerzen? Du siehst auch nicht besonders gut aus. Du fährst vielleicht besser ins Krankenhaus und lässt Amber mal draufschauen. Keine Sorge, Carrie. Amber wird sich um dich kümmern. Auf geht's. Hallo, Amber. Carrie ist hier. Sie hat Bauchschmerzen. Kannst du ihr helfen? Amber hat jetzt Zeit für dich, Carrie. Du folgst ihr am besten in den Behandlungsraum. Sag A. Wird Carrie wieder gesund werden, Amber? Sie hat eine Menge Süßigkeiten gegessen. Süßigkeiten sind für zwischendurch und nicht eine ganze Mahlzeit. Sie bestehen fast nur aus Zucker. Das ist nicht gut für dich. Ist schon okay, Carrie. Amber wird dir helfen. Jetzt ein kleines Gedankenspiel, damit es dir wieder besser geht, Carrie. Schließ deine Augen und denk an einen schönen Tag am Strand. Du kannst jetzt deine Augen öffnen, Carrie. Bleib genau da stehen, Carrie. Du brauchst eine Schale Hühnersuppe und etwas Wasser. Bitte schön, du brauchst viel Flüssigkeit. Hier ist dein Essen, Klein Amber. Es ist Suppe. Jetzt bist du wieder in Ordnung, Carrie. Du kannst nach Hause. Ruh dich ein bisschen aus und iss nicht so viele Süßigkeiten. Toll gemacht, Amber. Carrie sieht wirklich viel besser aus.
Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.